So, es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, dass es wieder einen Podcast gibt. Und es ist natürlich auch in dieser Woche wieder Bud und Terence Zeit, weshalb es heute jetzt den zweiten Teil meiner Bud und Terence, also Bud Spencer und Terence Hill Wochen gibt. Wieder mit zwei wunderbaren Filmen, die ich euch vorstellen möchte. Wieder mit einem Special Merch, das ich zu Hause habe. Und natürlich am Ende wieder mit der Vorschau für das nächste Kinowochenende. Genau. Ich hoffe natürlich, ihr hattet alle eine gute Woche bis hierhin und könnt trotz der sich wieder zuspitzenden Situation positiv in die Zukunft blicken. Also ich versuche, trotz dieser ganzen negativen Einflüsse, die im Moment wieder einprasseln und der ganzen Panikmache und den ganzen Horrornachrichten, meine gute Laune nicht zu verlieren. Und da hilft mir natürlich immer, wenn ich mir einfach nur, wenn ich einfach nur an Bud und Terence denke, habe ich immer so, Entschuldigung, was wollte ich sagen? Natürlich habe ich da immer gute Laune und ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht dem einen oder anderen auch ein bisschen eine schöne Zeit bereiten kann, auch wenn es jetzt nur 30, 32 oder vielleicht 35 Minuten sind. Aber ich sag mal so, jede Minute, die man lächelt und glücklich ist, ist definitiv mehr wert, als wenn man tristlos oder lustlos und antriebslos dasitzt und einfach nur dem Tag entgegenlebt oder einfach nur darauf hofft, dass alles irgendwann vorbei ist. Also ja, das glaube ich bringt nicht viel. Und wie gesagt, einfach positiv denken, sich positive Gedanken machen, einfach mal auch mal was Lustiges angucken. Und da ist, wie gesagt, Bud und Terence sind da prädestiniert dafür, egal in welcher Situation, immer für gute Laune zu sorgen. Und wie gesagt, deshalb geht es heute direkt weiter. Dazu aber jetzt dann gleich ein bisschen mehr. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich werde natürlich mein bekanntes, Schrägstrich bewährtes Muster natürlich nicht ganz aufgeben bei dem Podcast, auch wenn es jetzt Special-Folgen sind. Nur, dass ich jetzt die Filme, die ich jetzt gesehen habe, beziehungsweise jetzt noch sehen werde, das Wochenende, also ich nehme jetzt am Samstagabend auf, bevor das es ins Kino geht. Drum, wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, ich werde jetzt nur noch die Filmtitel erwähnen. Und da könnt ihr dann nach und nach euch dann alles noch durchlesen, was so praktisch die Woche bei mir los war. Und diesmal war ich da zweimal in der Sneak Preview. In der ersten lief The Many Saints of Newark, der ja auch gestartet ist, regulär am Wochenende. Und in der zweiten lief Last Night in Soho, der jetzt dann in dieser Woche in die Kinos anläuft. Dann war ich noch in Eternals, das aber, wird aber der, oder war, beziehungsweise wird der letzte Film sein, den ich jetzt am Wochenende gucke. Ich war noch in Die Geschichte meiner Frau, das ist ein Historienfilm. Ich war noch in Ammonite oder Ammonite, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich war noch in Kosmetik des Bösen. Hierzu eine kleine Anmerkung. Das ist der zweite 10-Punkte-Film für mich des Jahres. Also alle, die jetzt hellhörig geworden sind, unbedingt da mal meine Kritik zu lesen. Und ich war noch in Bergman Island oder Bergman Island, auch wieder gesagt, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Also das waren jetzt die Filme der Woche. Und da ihr wisst, die Zeit rennt natürlich immer, geht es jetzt nahtlos weiter mit der Special Merch, was ich euch vorstellen möchte. Ich habe es ja auch schon ein bisschen angeteasert, dass es jetzt um Textilien geht. Und ich hatte ja letzte Woche schon die wunderbare Pizza von Gustavo Gusto. Und auch diese Woche habe ich wieder was von denen. Und auch diese Woche ist es so, keine bezahlte Werbung, alles selbst gekauft, selbst bezahlt. Also ich mache hier nichts, was ich irgendwie bekommen habe, sondern was ich mir selbst gegönnt habe, sage ich jetzt mal. Und diesmal ist es, wie gesagt, ein T-Shirt. Ich versuche es jetzt mal so aufzuspannen, dass jeder was sieht und dass auch diejenigen, die jetzt nur auf Spotify zuhören, dass die zumindest
jetzt nicht ganz so benachteiligt werden. Also ich halte jetzt mal kurz ins Bild. Also hier sieht man auch wieder Bud und Terence. Ist auch, glaube ich, eins der Pizzenlogos. Jetzt halt hier in T-Shirt-Form mit der Aufschrift 4 Käse für ein Halleluja, also so auch wie die Pizza heißt. Hier sieht man schon, da fliegen Bohnen durch die Lüfte, also wie so Kanonik- oder Pistolenkugeln. Bud hat hier wieder seinen wunderbaren schwarzen Hut auf. Terence hat seinen schwarzen Hut auf. Also wie man es aus den Filmen kennt oder aus dem Film kennt, wo sie da diese zwei Banditen spielen, die plötzlich Geheimagenten sind. Denkt mal, die Filmszene, jeder Fan weiß, welche Filmszene das ich meine. Und man muss auch sagen, der Druck geht ja auch wirklich bis unten. Also der ist jetzt nicht so, dass das bloß ein kleines ist, schon wirklich die komplette Frontseite ist hier bedruckt. Und natürlich nochmal die Pizza, gehört sich natürlich dazu. Und seitlich ist hier noch ein. Also ich werde das nur diese Woche zeigen. Das ist bei allen das Gleiche. Seitlich ist dann noch das Logo von Gustavo Gusto mit drauf. Und hier, ich denke mal, das sieht man auch. Hier sind dann praktisch die Logos von Bud und Terence. Also, dass es auch, sag ich mal, offizielles Merch ist, wo praktisch die beiden, beziehungsweise die Verbliebenen oder Hinterbliebenen, weil Bud Spence ist ja leider schon gestorben, dass die da praktisch auch noch ein bisschen was bekommen dafür. Und ja, das ist ein sehr, also qualitativ schon gutes T-Shirt. Ich habe es jetzt in Größe L. Ich muss schon sagen, es fällt relativ groß aus. Hätte ich mir vielleicht ein M bestellen sollen. Und es ist auch relativ weit, sage ich jetzt mal, also vom Umfang oder durch. Was ist denn heute los? Vom Durchmesser her. Aber trotzdem recht schön genäht. Hat auch ein schönes Gewicht. Also ist kein leichtes, dünnes T-Shirt, sondern ist schon relativ, sage ich jetzt mal, hat schon ein Gewicht. Ich weiß gar nicht, wo das Ding hergestellt worden ist. Ich schaue jetzt auf die Schnelle, finde es aber auch keinen Zettel. Halt, hier ist der Zettel. Ist sogar in Portugal hergestellt. Also nicht mal ein asiatisches, sondern schon ein europäisches Shirt. Und ich glaube, das kostet, ich weiß gar nicht, was das kostet. Ich glaube, 20 € oder 25 € im Gustavo Gusto Shop. Wie gesagt, ich finde es natürlich wie auch bei der Pizza eine schöne Idee, dass man in der Richtung noch ein bisschen was unternimmt oder einfach was auf den Markt bringt. Und ihr wisst ja, mit Fanartikeln, es ist ja in vielerlei Hinsicht ja Selbstläufer. Aber natürlich, es muss schon schönes Merch sein oder auch schöne Textilien. Es muss auch eine gewisse Wertigkeit haben und es muss auch einen gewissen kreativen Ansatz haben. Also wie gesagt, allein schon die Idee mit dieser Pizza in Verbindung mit diesem Vier-Fäuste-Film ist schon marketingtechnisch ein Coup, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, diese Shirts sind ja auch erst letztes Jahr gekommen, also sind noch relativ frisch. Und ihr wisst ja, mit Bud und Terence gibt es ja unzählige T-Shirts oder unzählige Shops, wo man das bestellen kann in zig verschiedenen Motiven, Farben, Formen. Und jetzt, wie gesagt, hier ist es, also, ich muss auch dazu sagen, das ist immer, also die Motive, was es gibt, ist immer ein weißes Shirt mit Frontaufdruck. Also die Rückseite ist immer, sag jetzt mal, nackig. Wo ich mir vielleicht denke, so ein kleiner Spruch hinten drauf wäre vielleicht noch ganz nett gewesen, auch in Bezug auf die Pizza oder vielleicht ein Spruch von der Pizza. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag von mir, falls einer von Gustavo Gusto hier zuguckt, aus der Marketingabteilung oder aus dem Vertrieb. Wie gesagt, das wäre noch was, wo vielleicht noch Potenzial wäre, dass man das noch ein bisschen überarbeitet. Aber wie gesagt, das ist jetzt wie immer bei Bud und Terence meckern auf hohem Niveau und deshalb, wie gesagt, es ist eine schöne Idee, ich finde es toll und ich glaube, wir belassen es einfach dabei und gehen jetzt praktisch direkt vom Merch zu den Filmen über. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich mache es ja jetzt immer so: ein Solo-Film und ein Film mit beiden. Und bevor dass ich jetzt anfange mit den dieswöchigen Filmen, wollte ich natürlich nochmal einen Film ganz kurz noch mit reinnehmen. Und zwar ist es der zweite, oder erfolgreiche, beziehungsweise ist ja auch der erfolgreichste Film der beiden. Und zwar ist es natürlich Vier Fäuste für ein Halleluja. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr spiegelt.
der ja 1971 in die Kinos kam, wenn ich mich recht erinnere, weit über 12 Millionen Kinobesucher mittlerweile. Der Film hatte ja auch mehrfach Aufführungen, das heißt, diese 12 Millionen oder 12,5 Millionen waren jetzt nicht auf einmal, sondern der kam ja immer mal wieder in den 70er Jahren ins Kino. Und wie gesagt, der erfolgreichste Film, da ist nochmal die Rückseite, ist auch eine DVD mit einer High Definition Remastered Version drauf. Und ich meine, zur Geschichte muss mir, geil, habe ich gar nicht viel sagen. Ich habe es ja in dem Podcast ja schon erwähnt mit den Figuren, also Bambino und Trinity. Also Bambino, da ist der Bud Spencer und Trinity ist der Terence Hill. Das sind praktisch zwei Brüder und die müssen versprechen praktisch ihrem Vater, dass sie, also der liegt im Sterben, was aber auch nur gefaked ist, dass sie zusammenarbeiten müssen. Also der Trinity ist jetzt halt eher so ein Nichts, ja, ein Taugenichts, will ich jetzt mal sagen. Und der Bambi ist ein Pferdedieb, der aber auch nur semi-erfolgreich ist. Und beide sollen jetzt zusammenarbeiten. Der Bambi soll praktisch den Trinity anlernen. Und auf ihrem, das mal, ersten Beutezug treffen sie auf so einen Wagen von so Siedlern. Die sind sehr, sehr arm, haben eine schöne Tochter. Und anstatt dass sie die ausrauben, entwickelt sich eine Situation, dass sie sich als Retter in Not ausgeben. Und diese Begegnung ist mit aber, hat eine folgenreiche Entwicklung oder löst eine folgenreiche Entwicklung. Auch man trifft sich immer wieder. Also diese zwei Siedler mit ihrer Tochter und ein Baby, also ein Baby haben die auch noch. Also das ist immer wieder. Egal wo sie trifft man aufeinander, immer wieder will helfen der Bambi und der Trinity den Quartett. Und wie gesagt, nach und nach sehen sie sich selbst als Geheimagenten aus Washington, die hier praktisch eine Verschwörung aufdecken sollen oder in geheimer Mission unterwegs sind. Und natürlich gibt es hier sehr, sehr viele Schlägereien, es gibt deftige Sprüche, es gibt auch mal Szenen, wo gefressen wird, sage ich jetzt mal. Und es gibt auch ein bisschen Liebesgeschichte. Also alles, was hat die für mich auszeichnet, ist hier mit drinnen. Genau. Und wie gesagt, ich wollte es einfach nur noch mal kurz mit reinnehmen, um einfach diesen so bedeutenden Film der Geschichte nicht irgendwie abfallen oder abwerten zu werten. Wobei ich natürlich auch von Bud und Hans sowieso keinen Film abwerten möchte, aber nicht, dass ihr meint, hier ist, ihr schwafelt einer von Bud und Terence und erwähnt den Film nicht. Ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, man kann gar nicht alle Filme erwähnen, beziehungsweise man könnte es schon, aber ich möchte natürlich jetzt hier nicht zum Bud und Terence Kanal mich wandeln, sondern ich möchte schon noch auch wieder die, sag mal, normalere, also in Anführungszeichen normale Sachen machen oder einfach wieder Themen, die mich so bewegen. Und es kann durchaus sein, dass ich vielleicht irgendwann mal in einem Jahr oder so nochmal in 4 Wochen Bud und Terence Special mache. Dann kann ich natürlich auch andere Filme mit reinnehmen, die halt jetzt hier nicht dabei sind. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber zu den eigentlich angedachten Filmen. Und es geht jetzt los wieder mit dem Solo-Film. Und zwar mit diesem wunderbaren Werk hier, der auch erst vor kurzem am Fernsehen lief bei Kabel 1. Eine Faust geht nach Westen. Mit Bud Spencer in der Hauptrolle. Ein Film, der 1981, glaube ich, rauskam. Und da spielt praktisch der Bud einen, ich sage jetzt mal, Cowboy auf der Flucht, der zusammen mit einem Indianer unterwegs ist, der Adlerauge genannt wird. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Art Versuch, so den Winnetou und Old Shatterhand so ein bisschen zu veräppeln. Also es ist eine Western-Komödie. Man nimmt schon bekannte Vorbilder und tut die so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und dieser Adlerauge ist halt ein recht seltsamer Indianer. Also er ist ein bisschen wehleidig, er hat seltsame Sprüche auf Lager. Man merkt natürlich, er ist viel mit Bud unterwegs, also hat er auch gewisserweise die Sprache ein bisschen übernommen. Und beide sind auch so ein bisschen als Betrüger unterwegs. Und durch Zufall gelangen sie in den Besitz einer Tasche von einem
Arzt, der praktisch an einem Bahnhof mitten in der Pampa einem Schaffner erzählt hat, dass das sein größter Schatz ist, und die beiden interpretieren halt das Wort Schatz halt in Form von Geld und Reichtum und stellen dann fest, dass es praktisch Utensilien eines Arztes sind. Dann kommen sie auf einen abgelegenen Bahnhof bzw. eine Farm und ja, fangen dort an, das Väterchen des Besitzers zu heilen, auch wieder mehr durch Zufall oder einfach durch Ausprobieren, also gar nicht wissenschaftlich fundiert, sondern der Bert blättert einfach das Medizinbuch oder das Buch durch mit den ganzen Krankheiten und schustert sich da eine Lösung zusammen, die dann das Väterchen trinkt, und er stellt sich danach als neuer Doktor vor, kommt in die Stadt, wird da herzlich empfangen. Dann gibt es, würde ich sagen, eine der legendärsten Fressorgien in der Geschichte von Bud Spencer, wo er dann im Saloon mit dem Sheriff hier dieses ganze Buffet leer frisst. Im Hintergrund ein chinesischer Koch. Also allein das ist schon so ein Irrsinn, ein Chinese in Amerika zu der damaligen Zeit. Und auch die Szene mit dem Bad, das an die Küche angrenzt, wo praktisch der Chinese dann mit der Suppenkelle da rausschöpft und sagt, heute gute Suppe. Also richtig unterhaltsam. Und Bud und Adlerauge decken da halt auch wieder das Böse auf, dass da jemand im Dorf den Hinterhalt plant, der praktisch nicht das ist, was er zu scheinen scheint. Gibt natürlich auch wieder Gekloppe, gibt ausfallende Zähne, gibt wie gesagt die legendärste Fressorgie, und das alles in einem Western-Stil, der wirklich für die damalige Zeit sehr, sehr authentisch ist, der einfach ein tolles Bild bietet für eine Geschichte, die, wie gesagt, diese bekannten Western-Filme der, sag jetzt mal, frühen 50er, 60er Jahre einfach so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und man merkt auch schon in ein oder anderen Szenen, es gibt auch Anspielungen auf, wie gesagt, auf die Winnetou-Sachen und auf die Karl-May-Sachen. Und wie gesagt, einfach mit einem Bud Spencer, der hier, sag ich mal, fast im Alleingang diese Kleinstadt rettet und hier einfach für beste Unterhaltung sorgt mit wunderbaren Sprüchen natürlich, einfach mit seiner Präsenz, wie gesagt, mit den Fressorgien und wie gesagt, so dieses ganze fein abgestimmte drumherum ist halt einfach nur mega unterhaltsam. Und ja, ich denke mal, Bud Spencer-Fans natürlich kennen den Film, und alle, die den jetzt noch nicht kennen, unbedingt reingucken. Es ist einer meiner Lieblings-Solo-Filme von Bud. Es ist nicht mein allerliebster, da gibt es natürlich einen, den ich noch einen Ticken besser finde. Den kriegt ihr dann natürlich auch noch in diesen Special-Wochen zu sehen und hören. Aber wie gesagt, es ist, ja, ich sag jetzt mal, es ist der zweitbeste Bud-Solo-Film, würde ich mal sagen. Jetzt mal davon abgesehen, natürlich von der von dem Vier-Plattfuß-Film, die natürlich so ein bisschen noch für sich alleine stehen, die ja auch in gewisser Weise zusammenhängend sind. Wie gesagt, hat man hier einfach das Western-Thema mit drin, und Eisenbahn spielt eine Rolle, Banditen, es geht um Gold, es geht um Verrat, also Themen, die eigentlich so im Western-Genre ja prägend sind oder wichtig sind, wie gesagt, werden hier einfach aufgegriffen und wie gesagt in den lustigen Kontext gesetzt. Natürlich Indianer sind natürlich auch vertreten, und auch so diese Sprachbarriere wird so ein bisschen auf die Schippe genommen. Man arbeitet auch so ein bisschen mit Zeichensprache oder mit Pantomime-Sachen. Also es ist schon wirklich gut durchdacht, sage ich jetzt mal. Natürlich die Geschichte ist jetzt nicht die tiefgründigste, aber das ist ja bei Bud und Terence ja sowieso nie der Fall gewesen, dass man jetzt hier eine Geschichte bekommt, die jetzt absolut in die Tiefe geht. Aber für das, was sie ist, ist sie trotzdem relativ tief, oder ich will jetzt nicht tiefgründig, aber halt umfangreich und nicht so oberflächlich, wie man vielleicht denkt. Also wie gesagt, diese kleinen Details oder diese kleinen Nebenstränge, die da eine Rolle spielen, die haben schon ihren Sinn. Und sind jetzt nicht nur blöde Laien, sondern die haben auch einen ernsten Hintergrund
Und ja, die sorgen einfach auch dafür, dass dass der Film jetzt nicht die totale Blödelei oder einfach nur Komödie ist, sondern dass, wie gesagt, auch so ein bisschen einfach, ja, Ernsthaftigkeit noch mit drin bleibt. Und das ist ja, finde ich, auch eine der großen Stärken von den Bud und Terrence Filmen, dass die trotz diesem Witz und des Humors einfach immer so eine gewissen, ja, wie soll ich sagen, die bleiben auf einem gewissen Boden und haben immer irgendwo im Hintergrund, und wenn es auch nur kurz angedeutet ist oder immer mal wieder kurz angedeutet wird, einfach so diesen ernsten Gedanken, wo man einfach ein Thema, das was vielleicht zur damaligen Zeit auch recht prägnant in den Köpfen war, wollte man oder will man einfach so darstellen, dass einfach der Zuschauer das Thema realisiert, aber einfach mit einem gewissen Humor im Hintergrund und einfach sich entspannen kann, lachen kann, und das ist das Wichtigste. So, dann habe ich jetzt noch einen Film, und wie es beim letzten Mal ja auch ist, habe ich jetzt einen mit Terence Hill und Bud Spencer. Ist auch einer meiner absoluten Lieblinge, also die ich auch wirklich öfters gucke, und zwar ist es Zwei außer Rand und Band. Sieht man schon, beide sind hier mit in Polizeiuniform auf wunderbaren Mopeds unterwegs. Auch hier wieder aus meiner Spezialbox, die ich hatte oder habe, mit der Digital Remastered Version. Wie gesagt, wieder diese dünne, einfache DVD-Hülle. Hier mit der Rückseite. Hier nochmal das große Button mit Digital Remastered. Drei Filmszenen, und in der Box ist das die Nummer 7, wenn man es hier kurz erkennen kann. Worum geht es in dem Film? Der Film ist, ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Schande über mich. Denk mal auch, glaube ich, Mitte des 70er, glaube ich, war das sogar. Da geht es um Wilbur und um Matt. Die treffen sich zufällig an einem Hafen, sind beide auf der Suche nach Arbeit und treffen da oder finden da einen Container vor, wo ein augenscheinlich einfacher Angestellter Notizen macht, und wie gesagt, fragen ihn halt um Arbeit. Der sagt, er hat nichts. Also als erstes sieht man der Bud, der verprügelt dann den Typen mit seinen vier Lakaien, und kurz darauf ist Terence an der Stelle, macht das Gleiche, und als man dann oder als dann Terence durch ist, verschwindet der wieder und trifft dann auf dem großen Hafengelände Bud. Beide lernen sich da kennen. Also der Terence oder der Matt ist anfangs auf Krawall aus, und der Wilbur, der hat einfach nur Hunger und möchte einfach seine Ruhe haben. Und beide werden dann praktisch oder verbünden sich sozusagen. Es ist noch ein Chinese mit im Spiel, den der Terence über den Haufen rennt. Und dieser Chinese wird dann im Laufe der Handlung noch eine wichtige Rolle spielen. Und als man sich so verbündet hat, kommt die glorreiche Idee, man könnte doch so einen Geldtransporter überfallen oder so einen Supermarkt und mit den Tageseinnahmen ein schönes Leben machen. Natürlich, der Matt kundschaftet natürlich alles aus. Der Überfall ist natürlich, ereignet sich nicht so, als wie man gedacht hat, sondern man landet im Büro der Polizei und meldet sich einfach kurzerhand als Freiwilliger oder möchte einfach, sagt man, ich möchte jetzt einfach Polizisten sein. Die beiden durchlaufen eine mehrwöchige Ausbildung, werden halt immer bessere Freunde, gehen zusammen auf Streife und ermitteln praktisch inkognito gegen ein Drogenkartell, die praktisch über den Hafen Drogen ins Land schmuggeln, und nehmen praktisch diesen Drogenring halt dann hoch. Zu zweit, sage ich jetzt mal. Auch hier in diesem Film natürlich viele Prügelszenen, auch ein paar Fressorgien. Hier ist dann auch die legendärste Sauforgie, glaube ich, zu sehen, wo beide bei zwei jungen Damen in der Villa sich mit Whisky, der natürlich der billige vom Supermarkt ist, zu kippen. Und es sind noch ein paar andere sag jetzt mal Momente dabei, wo praktisch die beiden hier
ganz spezielle Sachen machen. Also ich sage nur Footballstadion, wo sie da praktisch mit einer ganzen Horde Football spielen sozusagen. Und dann gibt es noch Szenen oder eine Szene in so einer Bowlingbahn, wo dann praktisch, wo sie dann zu zweit die ganze, also wirklich die ganze Bande hochnehmen. Also sehr unterhaltsam, auch eine Geschichte, muss ich sagen, die recht simpel losgeht, die aber immer wieder mit gewissen wiederkehrenden Figuren arbeitet, wo man weiß, okay, jetzt sind sie verprügelt worden, in 10 Minuten werden sie wieder verprügelt und die lernen einfach nicht dazu. Es werden etliche Autos geschrottet, also auch schöne, recht teure Autos. Und ja, wie gesagt, auch wieder der Kampf gut gegen böse. Die Bösen sind natürlich recht tollpatschig, wo man sich dann natürlich fragt, wie haben jetzt die so lange ungestört hier agieren können? Und spielt auch so ein bisschen das Thema mit Ware aus Asien eine Rolle oder mit einfach mit diesen Einwanderern aus Asien, die sich in Amerika ein besseres Leben erhoffen, die hart arbeiten und trotzdem zu nichts kommen. Natürlich ist auch wieder ein kleiner romantischer Teil mit drin, natürlich auch wieder mit Terence Hill als Protagonist, der hier sich verlieben darf. Wir haben auch einen Polizeichef mit drin, der eine strenge Art hat, aber trotzdem ein großes Herz besitzt. Wir haben auch wieder Themen des Alltags. Also wie gesagt, es geht, ich glaube, der Film spielt in Miami. Es geht darum, um die Arbeit der Polizei. Man kriegt auch so einen klitzekleinen Einblick in die Ausbildung, also Schießtraining zum Beispiel, wie eine Verhaftung abzulaufen hat. Auch das Thema Obduktion spielt kurzzeitig eine Rolle, wo ich sehr überrascht bin, dass man das so mit reinbringt. Natürlich alles in einem recht seichten Rahmen. Natürlich auch mit viel Witz, mit Humor, mit natürlich kecken, frechen Sprüchen, mit zwei Figuren oder mit Bud und Terence in den Hauptrollen, die zusammen einfach eine Symbiose bilden, wie es, glaube ich, bei noch keinem anderen Schauspielduo gesehen habe. Und das haben ja Moritz und ich schon mal in einem Podcast ja gesprochen, dass ja die beiden auch privat sehr, sehr gut befreundet waren. Und Terence damals ja, als er auf der Suche nach einer Location war für einen Film, erfahren hat, oder wie er da erfahren hat, dass Bud gestorben ist von Buds Sohn. Wie er da, also gibt es auch ein Video, wo er darüber spricht, wo man auch merkt, er war wirklich betroffen. Er ist auch in dem Video, man merkt es noch, der Verlust seines besten Freundes, das schmerzt ihn immer noch. Und einfach, wie er das so erzählt. Und man in diesem Film, der ja heißt, Mein Name ist Somebody, der ja auch Bud Spencer gewidmet ist, wo man auch spürt oder wo er auch mit reinbringt, so diese gemeinsamen Filme mit Bud, die gemeinsamen Erfolge, wo alles so ein bisschen, wo man merkt, okay, da wurde sich Gedanken gemacht, da möchte er einfach nochmal zeigen, das ist für meinen besten Freund. Und wie gesagt, die beiden zusammen, das ist einfach ein kongeniales Duo, wie ich es einfach noch nie gesehen habe. Und auch in diesem Film, der mit 110 Minuten eine gute Länge hat, der, wie gesagt, diese Geschichte hat, die, obwohl sie anfangs so simpel scheint, sehr, sehr viele Nebenhandlungen hat, wie gesagt, der auch mal kleinere Sachen mit reinbringt und einfach für den Bud und Terence Abend definitiv mit reingehört. Es ist natürlich immer schwierig bei den beiden, wenn man jetzt einen Abend hat, welche Filme guckt man, welche guckt man nicht. Aber ich würde schon sagen, dieser Film hier sollte da schon mit dabei sein. Natürlich auch mit Buggy-Film. Das ist ja, wie gesagt, für mich der beste Bud und Terence-Film. Aber trotzdem einfach also zwei außer Rand und Band ist einfach ein Meisterwerk seines Genres als Actionkomödie. Und was soll ich noch groß dazu sagen? Gehört auch in jede Sammlung. Und ja, ist etwas ganz Besonderes. Dann würde ich sagen, oder ich sehe schon, die Zeit ist natürlich wieder jetzt extrem schnell vergangen. Und natürlich möchte ich euch jetzt, bevor dass wir jetzt den Podcast gemeinsam beenden und bevor dass ich jetzt dann ins Kino abtucke, natürlich nochmal darauf hinweisen, nächste Woche gibt es natürlich die nächste Folge.
habe ich wieder zwei wunderbare Filme schon ausgesucht und ich hoffe natürlich, dass vielleicht der ein oder andere jetzt nach zwei Folgen schon richtig Lust auf Bart und Terence hat und dass er vielleicht mal einen oder den einen oder anderen Film sich anguckt, leiht oder kauft. Und bevor dass ich jetzt, wie gesagt, abdüse, gibt es noch den bekannten Ausblick auf die neue Kinowoche. Und da starten, und zwar schon am 10., also am Mittwoch, also am heutigen Tag, King Otto, das ist ein Doku über Otto Rehhagel. Dann haben wir natürlich die Rettung der uns bekannten Welt, das ist der neue Til Schweiger-Film. Wir haben den von mir bereits erwähnten Last Night in Soho, das ist ein Horror-Thriller von Edgar Wright. Dann haben wir diese bayerische Western-Komödie, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, Hopfen, Malz und Blei. Dann haben wir Gras Klassenfahrt, eine deutsche Mainstream-Komödie, wo ich den Trailer schon extrem schrecklich fand. Wo ich hoffe, dass ich den nicht gucken darf oder muss oder soll, weil, wie gesagt, der Trailer macht mich einfach schon. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann haben wir Lieber Thomas, das ist ein Biopic-History-Film. Wir haben Elise und das vergessene Weihnachtsfest, das ist für alle Kinder und Familien. Dann haben wir Tick, Tick, Boom, das ist auch ein Biopic-Drama. Wir haben Windstill, ist ein Drama. Wir haben World Order, 3 Tage und 3 Nächte, das ist ein Action-Thriller. Dann haben wir Billy, Legend of Jazz, das ist eine Musikdoku. Wir haben Eine Handvoll Wasser, ist ein Drama. Dann haben wir noch eine Doku mit eigenen Augen. Dann haben wir Amor Fati, das ist ein Doku-Drama, also so eine Kombination. Dann haben wir Maternal, das ist ein Drama. Wir haben Speer Goes to Hollywood, das ist ein Drama. Wir haben Graff als Drama. Dann haben wir Who's Afraid of Alice Miller, das ist eine Doku. Dann haben wir Stollen als Doku und Narren als Doku. Also wieder ein recht vollgepackter Kinodonnerstag. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei und hoffe natürlich, dass der ein oder andere jetzt trotz den neuen Beschränkungen ins Kino geht, sich davon nicht abhalten lässt. Und dann sage ich bis nächste Woche an euch alle. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und wie gesagt, immer fleißig ins Kino gehen und die positive Laune nicht verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Bis nächste Woche. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.